der NSDAP. Und das fordere ich von jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, sich zu bekennen als das, was wir sind, als nationale Sozialisten in der Tradition der NSDAP und in der Tradition der SA. Die damaligen vorherrschenden Muster waren Ignoranz und moralische Empörung. Eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung. Lentförden in Schleswig-Holstein, 22. Juli 1978. Polizisten versuchen ein von Kühn... um Ihnen heute Augsburg und die ganze Bundesrepublik auszuliefern. Damit wir siegen. Siegen für Deutschland. Das Vorbild für die Rechtsextremen in Gang... Kühn in der Masse den Partner. Aber Beifall ist etwas ungeheuer Gefährliches, ist was Giftiges. Und dann neigt man dazu, jetzt setzt noch einen drauf. Man mag mich angreifen, man mag mich zusammenschlagen, aber man muss mich schon totschlagen, um zu verhindern, dass diese Partei die Partei von Deutschland wird. Die Leute waren hemmungslos begeistert eigentlich von ihm. Und da kann ich nur eins sagen, macht das nicht zu lange. Ich warne Sie, wir sind keine Kaninchen, wir lassen uns hier nichts gefallen. Parallel zu Schönhubers Erfolgen radikalisiert sich die Partei, rückt weit nach rechts. Ich konnte nicht verhindern, dass bestimmte Teile der Partei sich sozusagen dorthin bewegt haben. Da könnte man heute als Vorwurf sagen, warum hast du das nicht stoppen können? Aber da kann ich nur aus der Praxis sagen, wenn ein Wagen rollt, den Abhang runter, ist ein Problem, ihn aufzuhalten oder gar vielleicht eine andere Richtung zu geben. Er wurde vor allem sehr zu den Klängen von Spiel mir das Lied vom Tod zeigt dieser Wahlspot der Republikaner ein von Ausländern übervölkertes Deutschland. Die perfide Stimmungsmache unter dem Wahlslogan Wir räumen auf trifft auf dumpfe Zustimmung. Im Januar 1989 ziehen die Republikaner sensationell ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Eine Reihe von Wahlsiegen, die bis ins Europaparlament führt, wird durch den Triumph von Berlin eingeleitet. Dieser Erfolg war eigentlich sozusagen der aufkeimende Misserfolg. Das ist kein Gegensatz. Plötzlich wurden Leute Abgeordnete, die in keinster Weise den Problemen, die es in dieser Großstadt gab, noch dazu in der Hauptstadt gab, gerecht wurden. Nicht nur eigene Unfähigkeit macht den Republikanern zu schaffen. Zunehmend wird die Partei für rechtsextreme Jugendliche interessant. Ihr scheint ein ähnliches Schicksal zu drohen wie 20 Jahre zuvor der NPD. Die wird also sehr befruchtend, die wird sehr beflügelnd auf das rechte Lager Gesamtdeutschlands, also auch der alten Bundesländer wirken. Uns war überhaupt nicht klar, welche Rolle wir für die westdeutsche Szene spielen. Das habe ich später gemerkt, also Jahre später war mir das viel klarer. Aber zu der Zeit war uns das überhaupt nicht klar, dass wir praktisch der Rettungsanker für Leute wie Kühn und Küssel waren, die in der Bedeutungslosigkeit vor sich hingedümpelt haben. Den abgehalfterten Nazi-Ideologen aus dem Westen jubeln plötzlich hunderte junge Rechtsextremisten aus der DDR zu. Alle voller Frust und angestauter Wut, verunsichert durch die Wende wirren. Dieses Potenzial soll zu einer politischen Bewegung geformt werden. Ich kam aus Hamburg zurück mit dem klaren Auftrag, damals 1990, nachdem ich im Aufnahmelager war, in der DDR eine Partei zu gründen. Den Namen hat mir Christian Worsche mitgegeben, Nationalalternative, das wird der Name sein. Man braucht halt die Leute, das waren damals 8 Leute, wir haben uns zusammengesetzt und haben am 30. Januar 1990 die Nationale Alternative gegründet, die insofern bedeutungsvoll war, weil wir die erste rechtsextremistische Partei waren, die noch unter der Volkskammer zugelassen wurde. Also die erste und einzige im Prinzip, es gab keine mehr danach. Ein besetztes Haus in der Berliner Weidlingstraße wird die Parteizentrale der Nationalen Alternative. Partei- und Hausbewohner, vor allem gewaltbereite Skinheads, werden von jugendlichen DDR-Neonazis wie Ingo Hasselbach befehligt. Die Ideengeber aus dem Westen bleiben vorerst im Hintergrund. Natürlich war uns auch in dem Moment überhaupt nicht klar, was das bedeutet, dass wir im Prinzip so eine linke Kultur da übernehmen und dadurch wirklich ein Fanal schaffen, wirklich eine befreite Zone schaffen, weil das ja innerhalb von 4 Wochen, ach nicht mal 4 Wochen, war diese Straße war in unserer Hand. Damit das so bleibt, ist jedes Mittel recht. Die Hausbesetzer horten immense Mengen an Waffen und terrorisieren ein ganzes Stadtviertel. Die Weidlingstraße. Insgesamt des Ordnungsdienstes und die
die hier an Anweisungen zu geben haben, ist in erster Linie Kamerad Gottfried Küssel aus der neutralen Ostmark. Das ist der Kamerad, der hier steht. Vielleicht kommst du mal hoch. Nun treten die westlichen Strippenzieher aus dem Schatten, übernehmen offen das Kommando. Die Spieler wurden ja von Rechtsradikalen zusammengeprügelt. Finden Sie solche Aktionen richtig? Nein, freilich. Die müssen ja weg. Da gibt's nichts anderes. Wie soll man hier Ruhe kriegen? Die müssen das ganze Lümpenberg, was hier rumrennt, die Zigeunerbrut, alles nachtreiben oder hier einlassen in Arbeitslager.